kommen zurück zu Star Wars und ja, der letzte Part ist halt so 12 Minuten oder so. Das reicht. Also leg mal jetzt los mit dem neuen. Und zwar mit dem Arsanon. Steht aufrecht und beweist euren Wert, Akolyt. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wenn ich euch ansehe, frage ich mich, seid ihr wirklich loyal? Oder tragt ihr Verrat in eurem Herzen? Ich möchte einen Namen hören. Na los. Ich bin Inquisitor Arsanon, Leiter der Akademie Sicherheit. Und ich glaube kaum, dass ihr meine Frage einfach so zurückweisen könnt. Geheimdienstberichte zeigen, dass es in diesem Tal Verräter gibt. Akolyten, die versuchen, die ideale Ordnung unseres Imperators zu zerstören und sie durch ihre eigenen schwächlichen Irrlehren zu ersetzen. Sie verstecken sich zwischen denen, die uns treu und gehorsam ergeben sind. Doch sie werden jederzeit zuschlagen, wenn sie die Chance erhalten. Wir haben die aufrührerischen Aktivitäten der Verräter hier im Tal beobachtet. Wir kennen ihre Gesichter und ihre Namen. Es ist der Wille des Imperators, dass der Sand Korribans sich vom Blut dieser Verräter rot färbt. Beweist eure Treue, indem ihr sie hinrichtet. Es wird mir eine große Ehre sein, euch zu dienen, mein Lord. Wenn ihr mir dient, dient ihr dem Imperator. Denkt daran, wenn ihr dieses Ungeziefer im Tal ausschaltet. Ich gebe euch alles, was ihr braucht, um die Verräter zu identifizieren. Beweist eure Treue, indem ihr genügend von ihnen eliminiert und kehrt dann zu Inquisitor Arsanon zurück. Ich werde eure Fortschritte mit großem Interesse verfolgen. Geht jetzt. Sorgt dafür, dass der Wille des Imperators Wirklichkeit wird. Scheiße, man hat mich schon gefunden. Woher wisst ihr davon? Nee. Gut, dann beweisen wir unsere Loyalität. Und scannen die mal. Da werde ich nicht hochgehen, da ist glaube ich nichts. Okay, dann weiter. Vielleicht der. Ah, da ist er ja, der Verräter. ...59 Erfahrung. Nicht schlecht. Mal sehen, ob der einer ist. Okay, der nicht. Sehen ja alle gleich aus eigentlich. Okay, der auch nicht. Kann ich den scannen? Er ist auch ein Akolyt. Sag den Aufsehern, dass wir nicht bereit sind. Damit wir als Versager in der Akademie sterben? Ich werde es mit den anderen Akolyten versuchen. Da unten ist jeder auf sich allein gestellt. Wir haben es noch knapp rausgeschafft. Und Corris nicht mal das. Corris war schwach. Wenn mir noch ein Akolyt in die Quere kommt, kriegt er, was er verdient. Gut, gut. Aber wartet, bis das Medipack wirkt. In Ordnung? Ihr seid alle schwach. Guckt euch doch mal an. So. Auch nicht, wissen. Hä? Ich hoffe, ich finde noch drei. Naja, da müssten noch genug rumstehen. Ah. Let's fight. Todesschlag. Immerhin 7 Credits. So, mal gucken, ob du ein Verräter bist. Nein. Dann die hatte ich schon und dann die eben. Auch nicht. Eben da weiter.
Und fertig. Der könnte auch ein Verräter sein. Mal sehen. Ha! So, jetzt haben wir die Loyalität bewiesen und gehen zurück. Bevor ich das tue, zeige ich das erste Datacron. Ja, und dann, das gibt glaube ich plus zwei Ausdauer und das sind dann 20 Leben. Kann man immer gut gebrauchen. Für jede Klasse eigentlich. Das ist da vorne. Bei der Fähre da. Naja, in der Nähe der Fähre. Naja, ich hätte eigentlich die hier auch scannen können. Dann wäre ich näher am Datacron gewesen. Aber... naja. Muss ich halt länger laufen. Hier ist es. Hinter dem Zaun direkt. Den Text kann man sowieso nicht schnell genug vorlesen, also überspringe ich den mal. Zack. 550 Erfahrung. Kämpft einer? Ja. Den Auftrag nehme ich mal an, da an der Auftragstafel. Lord Solens. Den mache ich nachher, der ist nämlich für Stufe 8 zu zweit, aber das geht auch alleine. Wenn ich, ja, wenn ich mit dem Planeten fertig bin, bin ich bei Level 9 oder 10 sogar. Weiß ich aber nicht. Kommt ganz drauf an, wie viele Gegner mir in die Füße laufen. Und das habe ich eigentlich hier die Karte schon erkundet. Viel mehr gibt es eigentlich nicht auf Korriban. Noch da rein. Und das war's eigentlich. Schön die Akademie. Von innen ist die gar nicht so groß, wie sie hier aussieht, finde ich. Und dann ist da der Asanon. Warte, ich habe... ah, ich hole mir ein neues Schwert. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Scheiße. Aber ich glaube, nach dem Auftrag bin ich Level 5. Beehrt uns bald wieder. Eigentlich nicht mehr. So. Ich habe gesehen, wie ihr euch um diese Verräter gekümmert habt. Gute Arbeit. Ihr habt eure Loyalität auf beeindruckende Weise bewiesen. Nehmt diese Belohnung als Zeichen der Gunst des Imperators und tragt dieses Abzeichen. Es weist euch als Verteidiger unseres Imperiums aus. Bleibt wachsam. Unsere Feinde lauern da, wo man sie am wenigsten erwartet. Ja, direkt vor dir. Ha. Gut. Hat gereicht, dann kann ich auch das anlegen. Und dann fliegt man mal zum Wildland, wo auch das nächste Datacron ist. Das zeige ich auch, ganz klar. Kann man auch hier schön sehen, wenn man vorbeifliegt. Wenn man da hingucken würde. Das sind echt fette Statuen.
So. Gehen wir da wirklich rein, Sir? Die letzten Trupps, die die Gräber betreten haben, sind niemals zurückgekehrt. Weil sie alle verrückt geworden sind. Wir haben unsere Befehle, Private. Es ist nicht unsere Sache, Fragen zu stellen, sondern zu gehorchen. Die Gräber sollen alle, die nicht machtsensitiv sind, in den Wahnsinn treiben. Ich habe gehört, dass die anderen Trupps immer noch da unten sind. Sie sollen völlig von Sinnen sein und sich gegenseitig an die Kehle gehen. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Egal, wo der das gehört hat, aber das ist wahr. Diese Männer hatten keinen vernünftigen Schutz. Lord Renning hat mir versichert, dass diese neuen Stimulanzien uns gegen die Auswirkungen der Gräber schützen werden. Hey, wenn ihr wegen der Tukata hier seid, Lord Varasen zahlt echte Credits für Knochenmarkproben. Varasen macht irgendwelche Experimente für Lord Renning. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Vertraut mir. Ja, wieso nicht? Das haben sie auch über die Auralbänder gesagt. Und über die Implantate. Ja, die funktionieren bestimmt nicht. Das ist interessant. Der Sklave soll anscheinend rumrennen. So, der müsste, glaube ich, den... Ja, den Kodex-Eintrag haben. Und dann versuche ich mal, den anderen zu vermeiden, den Kampf. Brauchen ja nicht zu viel kämpfen. 15 mehr Rüstung, aber sonst verliere ich Leben und das bringt's nicht. So viel Schadenreduktion bringt mir die Rüstung ist auch nicht. Und dann bleibe ich die Oberhälfte halten. Da haben wir auch die erste Probe. Naja, hier noch der Kater. Oh, sind die alle tot. Und ich habe 5. Gut. Dann gehen wir den anderen mal aus dem Weg. War irgendwie klar. Hab einfach zu kurzes Akkuradius. Zu denen. Die sehen mich so als leichte Beute an. Aber es ist genau andersherum. Die sind leichte Beute. Handschuhe habe ich glaube ich noch nicht. Ja, habe ich noch nicht gehabt. Da haben wir das Labor. Gut, noch schnell, denke ich, das abgeben und dann wäre ich auch fertig mit dem Part. Ah, noch mehr Knochenmarkproben. Lord Renning wird erfreut sein. Ihr dürft gehen. Das ging ja schnell. Hey. Das Taxi-Terminal da oben nicht vergessen freizuschalten, würde ich noch sagen, und ich glaube, ja gut, reicht noch, um zu zeigen. Hä? Falsch wegteleportiert irgendwie. Gut, ja, hier das Taxi-Terminal nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.